Bonjour, je m'appelle Stephanie. Heute geht es um direkte und indirekte Objektpronomen. Wann benutze ich sie? Wie sind die Formen? Wie ist Ihre Satzstellung? Es wäre gut, wenn du vor diesem Übungsvideo schon das Video zu den indirekten Objektpronomen gesehen hast. Um die Übungen mitzumachen, brauchst du ein Blatt Papier und einen Stift. Fertig? Also gut. Dann klären wir erstmal die Frage, welches ist eigentlich das direkte und welches das indirekte Objekt? Jonas a trouvé un chat. Die Katze ist das direkte Objekt. Jonas macht direkt etwas mit ihr. Er findet sie, er nimmt sie auf den Arm und er verschenkt sie. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Sofatutor.com. Gute Bildung zu Hause.